Nee, eigentlich wollte ich das haben. Ja, ich fühle mich voll verkrampft. Hast du schon mal geschweißt? Ja. Aber du musst die Gesellen ein bisschen respektieren, ne? Hoffentlich, wir werden die ganze Zeit nur von dir verarschen. Vielleicht. Dann bin ich froh, wenn ich den Tag heute wieder mit dir überlebe, ne? Morgen, Herr Christian. Tut mir sehr leid. Tschüss, Error, Junge. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Was machen Sie hier noch? Ich muss auf dich warten. Ich brauche heute Unterstützung. Guck mal, wir fangen um 6:30 an. Ja. Du bist fast 2,5 Stunden zu spät. Ja. Ja, das fuckt voll ab, ey. Was ist das denn hier? Mach einen Error, ey. Sind wir jetzt hier Mechaniker oder was? Du bist noch gar nichts. Warum sind die Schränke hier so leer? Wenn du Scheiße baust, können sie sich da einsperren. Aha. Du hast ja ausgeschlafen heute, ne? Ja, soweit. Ne? Junge, ist nicht normal. Was machen wir denn heute? Auf die große Flachdachbaustelle fahren wir heute. Ja. Da müssen wir ein paar Kleinigkeiten machen. Da haben die Jungs schon ordentlich Gas gegeben. Ja. Und ein paar Restarbeiten. Das heißt, wir müssen erstmal eine Abdeckung montieren. Mhm. Dazu, wir haben da so ein Sicherheitsgerüst. Okay. Das wird abgebaut. Aber dafür, dass wir das abbauen können, müssen wir 2 Sekuranten noch installieren. Ja. Damit wir uns vernünftig anseilen können. So, dann nehmen wir erstmal hier ein paar Sachen mit. So, ich gebe dir mal hier eine Tasche. Hier kannst du das packen. So, wir brauchen Sicherheitsgurt. Ja. Karabiner. Dann haben wir ein Safe-Design mit. Hier haben wir das Ganze zweimal. Packst du das bitte schon mal in den Auto rein? Ja. Müssen wir noch was kanten? Ja. Eine Abdeckung. Das war deiner Mutter schon mal gemacht. Ja, habe ich schon mal gemacht. Das ist gut. Also Kanten weißt du, ne? Mit Zusatz ja. Und so. Passt. Ja, werden wir gleich noch sehen. Wir haben auch schon mal gekantet. Echt? Kriege ich hier auf den Zollstock oder? Ey, du bist doch. Wie viel der Tag ist das heute? Ey Junge, du kannst doch nicht mal. Du bist nicht mal in der Lage, den Zoll hier. Ey, das wird heute wieder ein lustiger Tag mit dir. Was machst du denn da? Wer hat denn hier versaut? Ey, du stellst mir mal bitte auf 33 ein. Nicht 33,3, sondern 33. Kann man das auch mal einölen hier oder? Kann man. Aber anstatt wie alle anderen immer nur zu reden, einfach mal machen. Kannst du ja merken, wenn du die Ausbildung anfängst, dann kannst du das alles einfach mal machen. Fange ich ja auch mal irgendwann mal die Ausbildung hier an, oder? Ja, das liegt dann hier. Ich glaube aber hier nach meinem Praktika hier bin ich Geselle, oder? Das glaube ich eher weniger, Errol. 33? Ja. Das geht ja wie Butter, du. Ich hab die Ruhe weg, ne? So, ich drücke das jetzt hier runter. Dann musst du eigentlich jedes Mal kommen. Was meinen Sie, werde ich übernommen, oder? Dreckmeister? Ja. Also, du hast ja eigentlich schon, schon drauf, ne? Danke. Reichen 6 Meter? Nein. Sollte ich nicht besser dahin gehen, weil... So, also, jetzt machst du 1, also die Kante anhalten. Aua! Tschüss. Aua! So, die Kante anhalten, genau, ne? Emil, Alter, tschüss, ey. Mann. Was machst du denn da? Guck mal. Also ich erkläre es hier. Hast du nicht gerade gesagt, wir haben schon mal gekantet? So, du hältst einfach, wenn die sagen. Ja, das sind 10 Tage her, ne? Oder 12. Ey, Gustav, Alter. Okay, Errol, Junge. Pass auf. Du musst hier die Kante anhalten. Könnten Sie mich bitte Emil nennen? Ach so. Ja, pass auf, Errol. Emil heiße ich. Gut. Pass auf, Patrick. Okay. Ich erkläre dir heute nochmal alles wie von vorne. Ne, ist ja schwer mit dir. Eine Kante und die nimmst du einfach an. Das ist dann genau 1 Zentimeter. Alles klar. Dann sage ich, Achtung, Ja. Drücke das runter, nicht, dass dein Finger dazwischen hängt. Alles klar. Ich sag dir Bescheid, wenn du mir helfen sollst. Jetzt machen wir einen ganzen Umschlag. Wäre cool, wenn du mit anpacken würdest. Ja? Okay. Also ganz rum. Jawohl. Okay, Errol. Vorsicht. Ja. Bist du sicher, dass das passt? Ja, das passt. Jetzt. Müssen wir aber nur 90 Grad machen, ne? Also wenn du mir das jetzt zu weit biegst, dann... Ja, okay. Stopp. Next. Kannst du die ganze rein? Da rein. So, jetzt müssen wir das wieder... Ich habe Ihnen heute was mitgebracht, ne? Ehrlich? Ja. Müllermilch oder was? Nein, Nutella-Brote. Jawohl, Junge. Jetzt hast du wieder einen Pluspunkt. Das berührt mich. Okay. So, jetzt machen wir so und stopp. Ja. Bisschen mehr wie 90. So, jetzt machen wir 3. Da Außenkante wieder, ne? Ja. Erik, pass auf, du hast ja immer außen, Mitte, so, ne? Jetzt machen wir Außenkante, ne? Ja, hab ich verstanden. Gut. Muss aber leider mit dir sprechen, das Wetter. Also, so blöd bin ich jetzt auch hier nicht, ja? Manchmal bist du schon ein bisschen. Ja. So. Nee. Genau, 70. Fertig. Okay. Alles klar.
So, hier. Das Buch Lessel, das passt dir nicht an, das ist heilig. Ja. Die Abdeckung kannst du nicht an. Warum legst du dir den nicht so drauf? Ja, warum nicht? Ja, okay, ja. So, jetzt müssen wir nochmal durchgehen. Was haben wir denn alles? Das hat schon morgen gesagt, was wir alles machen. Also, wir bauen Sekuranten ein, habe ich eingeladen. Darf ich mein Fahrrad mitnehmen? Warum? Willst du dann einfach wieder abhauen oder was? Heute wird durchgezogen bis zum Ende. So Spielereien mit, ja, mit einfach abhauen von der Baustelle gibt's nicht mehr, ne? Ja, okay. Drehmomentschlüssel, Sekuranten, das war ja alles. Wofür brauchen wir den denn? Ja, wir drehen Momente, ne? Ach so, okay. Soll ich hier zumachen? Nee, warum willst du zumachen? Boah. Ja, ist doch viel geil, da können die Leute kommen, sich nehmen, was die wollen. Ach so, ja, okay. Mach die Scheiße, ey! Pascal, Alter, mach zu! Wer ist denn hier gegen gefahren? Der Auszubildende! Brauchen wir diesen Brett hier? Diesen Skateboard hier? Brauchen wir sonst noch irgendwas, Herr Christian? So. Was ist das hier immer? Okay. Brauchen wir das? Ja, dann haben wir alles, ne? Ja. Möchten Sie ein Nutella-Brot? Ja, wenn du eins hast. Ja, habe ich ihn ja mitgebracht, ne? Kannst du mal als Beifahrer, ne? Pascal, Alter, kannst du mich mal ein bisschen unterstützen? Wobei? Ja, mal gucken, rechts, links. Ja, ist frei. Ja. Ja, ist frei. Ja, danke. Boah. Am besten holen Sie sich selber mal Ihr Nutella-Brot daraus. Boah, das ist aber nett. Ja, krass, Pascal. Nee, eigentlich wollte ich das haben. Wolltest du das haben? Ja, ich wollte, ja? Ich habe Ihnen extra Nutella. Wolltest du haben, Mann? Nee, jetzt nicht mehr. So, was müssen wir mitnehmen? Erstmal müssen wir den Aufzug anschließen. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Kannst du den? Jeff, jetzt her. Welche Seite? Ja. Getroffen. Alter, ich treffe gleich noch mal richtig. Räum die Scheiße jetzt hier. Hier, was soll ich damit machen, Alter? Ja, müssen Sie das so auf den Boden schmeißen? Soll ich wieder runterfahren? Ja, und ich sammle den Scheiß hier auf. Runter. Hey. Ja, okay, alles klar. Ich fahr runter. Hey, du fährst gar nichts mehr heute, Alter. Du machst heute nichts mehr, Junge. Ich hol das neue Radio, ne? Das bleibt hier. Das wird wieder angeschnallt. Ich mach das schon nicht kaputt. Nee, nee. Was kostet das denn? Komm. Ich mach das direkt klar hier. Kein Pascal heute. Okay. Ja, die mit. Nimm die Tasche mit. Einfach hier drauf. Was nehmen wir jetzt noch mit? Du kannst schon mal hochgehen. Ich fahr dir die Sachen hoch. Ja. Oh, schön. Hey, Pascal, warum trittst du denn auf die Abdeckung drauf? Darf man das nicht? Ja, doch, aber sieht doch scheiße aus. Wenn der Kunde kommt, dann ist das doch ekelhaft. Scheiß auf den Kunden. Was machen wir jetzt? So, pass auf, Pascal. Da fehlt noch die Abdeckung. Dann fehlt noch ein bisschen Abdeckung. Ja. Da müssen wir das Gerüst für entfernen. Deswegen bauen wir jetzt erst die zwei Sekuranten ein. Kollegen haben die hier schon eingesetzt. Hey. Soll ich mich schon da angurten, oder? Nein. Warum nicht? Hier ist doch noch Abschottsicherung. Achso, dann brauchst du das nicht, oder was? Nee, dann brauchst du das nicht. Ich soll, hä? Darf ich die duzen eigentlich? Ja, klar. Sollen wir auch heute ins Kino gehen, oder? Da können wir Freunde sein. Ja, klar. Cool. Aber das kostet. Also du musst einmal 20.000 Euro zahlen, dann bist du mein Freund. So, jetzt habe ich hier 2,80. Können wir jetzt kein Radio hören, oder was? Ja, wie denn, wenn du es kaputt gemacht hast? Aber das Radio, das zahle ich, ne? Ja, wie die anderen Sachen auch? Nee, das schaffe ich nicht. Ja, der Chef hat mir letztes Mal gesagt, du hast noch gar nichts bezahlt, was du kaputt gemacht hast. Also noch nichts. Wie kommt das hin? Ja, ich bin doch versichert, ich darf das. Bist du aufnahmefähig? Ja. Erik, ganz wichtig. Sekuranten dürfen maximal 7,50 Meter Abstand. Okay? Ja, okay. Und weil wir jetzt hier Nachbar da haben, müssen wir hier ein bisschen aufteilen. Aber hier braucht man doch keins, oder? Hier ist doch ein Dach. Richtig. Deswegen haben wir auch, wie du siehst, nur in dem Bereich, wo wir eins brauchen. Okay, ja, schön. Schön für Sie. Schön, ne? Ja. Jetzt gehen wir hier die 2,80 Meter, die wir hinten raus sind. Mhm. Interessiert dich nicht, ne? Ja, ich habe heute Rückenschmerzen. Oh, ey. Damit fangen wir jetzt direkt an. Hau mal ab jetzt hier.
So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir das Loch sauber machen. Ja. Heiß erstmal kurz. Okay, das kannst du direkt machen. Okay. So, jetzt mit der Biersäge rein. Ja. Muss einfach sauber sein. Jetzt haben wir hier den Einschlagstift. Ja. Hier, für ganz Dumme, ist eine Markierung, ne? So ein Pfeil. Ja, okay. Damit du dir nicht auf die Idee kommst, auch so reinzuschlagen. Mhm. Pass auf, nicht einfach so draufschlagen, weil so machst du halt Gewinde kaputt. Ja. Die haben hier so einen Ring mitgeliefert. Den kannst du geil da drauf drehen. Einmal ganz fest, halbe Umdrehung zurück. Das ist für Patienten wie dich, wenn du daneben haust, ist nicht direkt das Gewinde. So, und jetzt? So, jetzt machen wir hier die Stanzette drum. Hast du schon mal geschweißt? Ja. Ja. Natürlich, Pascal. Pass auf, kannst du mir eine Gasflasche holen, bitte? Komm ja. Da, bei der Schweißbahn. Ja. So, weil ich den geilsten Chef habe, oder weil wir den geilsten Chef haben, ne? Ja. Hat er uns ein paar neue geile Sachen mitgebracht. Mhm. Weil meine Kollegen immer meine Brenner so gerne versauen, habe ich mal den Luxus heute und werde heute mal reich beschenkt. Mhm. Wenn du die Sachen versaust, Pascal, ne? Erik, hör mal, ja, da braucht man kein Feuerzeug. Ist ja geil. Was habt ihr für ein Leben? Ja, wenn du dich mal anstrengst und ein guter Geselle wirst, dann hast du bestimmt auch alles. Okay, jetzt? Pass auf, erstmal machst du dir jetzt hier ein bisschen. Können Sie die Gasflasche einmal aufdrehen? Warte. So, jetzt kannst du. Hast du das echt schon mal vernünftig gemacht? Ja, ich denke, ich krieg das hin. Gut. Immer schön sauber machen. Sauber machen. Okay, verstanden. Brennt nur, wenn ich drauf drücke. Ja, sicher. Ich liebe meinen Job. Hast du doch gar nicht deinen Job. Doch. Was hast du denn auf einmal schweißen, Junge? Ja, das. Das ist nur die ganze Zeit doof, ne? Das habe ich doch. Ich glaube, du verarscht. Geübt. Ich glaube, wir werden die ganze Zeit nur von dir verarscht, Erik. Okay. Machen wir den Schrumpfschlauch dran. Darf ich das auch mit dem Brenner machen? Kannst du machen, aber dann ist das deine Verantwortung. Nee, okay. Dann lieber nicht, ne? Christian, darf ich Ihr Messer mal kurz haben? Sind wir schon beim Du oder wie war das? Nee. Aber du musst die Gesellen ein bisschen respektieren, ne? Ja. Ja. Boah. So, klappt das hier. So, er ist die Mutter. Ja. Er ist die Judith. Wollen Sie jetzt meine Mutter beleidigen? Nee, sowas mache ich nicht. Okay. So, dann kommt dieser Klemmring hier drauf, ungefähr bis Mitte Gewinde. Dann drehen wir unsere Sicherungsmutter. So, kleiner Tipp, damit die Leute auch sehen, dass hier ein vernünftiger Dachdecker war, richtest du die immer zum Dach aus, ja? Nicht ja. Einfach krumm stehen, sondern immer... Zum Rand oder wie? Genau, dass die alle gleich stehen. Okay. So, dann haben wir hier unseren Schlüssel. Im Kontern. Drehmomentschlüssel 70 Newtonmeter. Ja. Hier drehen wir den auf 24. So. Und dann drehen wir den fest. Und dann drehen wir den, bis er fest ist. So. Den natürlich kontern, bis es knackt. Und dann ist er fest. Und hier kann ich mich jetzt festmachen, oder wie? Und das zeige ich dir gleich und dann ja, okay. Ist da richtig cool dran fest. Okay. Was jetzt? Kurz mal an. Echt jetzt? Ja. Warum? Hier ist doch ein Geländer. Das müssen wir jetzt wegpacken. Das machen wir jetzt weg, damit wir da die Abdeckung montieren können. Ich zieh schon mal meinen an, ne? Kriegst du auf ihn hin? Ja, natürlich. Was soll man da falsch machen? Da kann man schon einiges falsch machen. Glaube ich nicht. Ey. Guck mal, warte, zieh es mal wieder aus. Wir machen das jetzt zusammen gleich. Sieh das Ding wieder aus. Oh, cool, Edding. Darf ich einen haben? Kannst du nehmen, ja. Oh, läuft. Oh, dein Feuerzeug. Was machen wir denn jetzt erstmal? So. Jetzt machen wir uns erstmal hier eine Sicherheitsleine. Ein Lifeline? Ja. Jetzt müssen wir hier einmal spannen. So, und jetzt? Das hier, das Seil machen wir ein bisschen einfach nur zusammen. Ja. Damit uns das nicht stört. Okay. Jetzt ziehen wir unsere Sicherheitsgurte an. Ja. Kannst du den mal nehmen? Ja, warum die Lauflinie? Erklär ich dir gleich. Hier haben wir jetzt eine Sicherheitsgurte. So, jetzt ziehst du an wie eine Weste, wie eine Jacke eigentlich. Einfach so rum. Da bin ich froh, wenn ich den Tag heute wieder mit dir überlebe. Ne?
So, dann fängst du. Was denn? Ja, du hast mir das Ding um die Ohren, das merkst du dann nicht mal, ne? Ja, hab ich gar nicht gemerkt hier. So, dann stellst du hier deinen Gurt ein, das passt. Hier klappst du den 90 Grad weg, deswegen haben die von ABS hier so eine Kuhle reingemacht. Finger rein, ziehst den Gurt zu dir hin. Hier genauso, kannst den hier wegklemmen, dass er die nicht ganz an dem Gesicht rumbaumelt. Aha. Zumachen, einstellen, gehst du mit deiner Hand an deinem Gurt hier lang, damit sich der nicht verdreht. Achse ein, hier genauso, zack, stellst dich gerade hin, hier einstellen. Ja. Das stehst du gerade, gemütlich und nicht. Ja, ja, aber da muss ich nochmal einstellen hier, ne? Da musst du nochmal einstellen, ja. Hier, Faustformel ist, dass deine flache Hand hier einmal noch zwischenpasst. Perfekt. Ja, ich fühle mich voll verkrampft. Warum? Ja, und jetzt? So, hast du hier dein Seil. Darf ich noch eine Zigarette rauchen? Nee. Jetzt haben wir hier unser Sicherungsseil. Ich habe aber keinen Karabiner hier. Das hast du nicht. Da habe ich keinen Karabiner. Nee, den nimmst du auch nicht. Wir sind hier zwei. Ach so, ja. Ja, und jetzt? So, jetzt ist immer Partnersicherung, ne? Also ich sichere dich. Du sicherst mich. Wichtig ist, der kommt von unten in den Rückengurt rein. Von unten. Okay. Haben sie mich jetzt wirklich festgemacht? Du kannst mir vertrauen, ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Also von unten. Richtig. Warum denn? Mach mal rein. Bin ich drinne? Ja. So, jetzt haben wir hier unser Seil. Das ziehen wir uns ein bisschen, machen uns hier fest. An unserer Safety Line. Ja, hier auch von unten? Genau. So, jetzt haben wir hier unser Seilspanner. Ja. Hey, komm zurück! Jetzt hast du dich an deiner Safety Line festgemacht. Ja. Hier hast du den Gurtstraffer. Ja. Hier hast du so Kugeln in dem Ding. Da liegen deine Finger. Okay. Und dann drückst du mit dem Daumen runter. Gehst an die Attika. Ja. Und lässt kurz vorher los. Okay. Und dann hast du hier, bist du abgesichert. Alles klar. Dann nimmst du dir den Rest Seil, damit du da drüber nicht stolperst und machst es dir einmal fest. Okay, verstanden. So, und jetzt hast du ja gerade gefragt, warum wir hier unsere Linie haben. Jetzt können wir hier einmal schön lang laufen. Wir können hier komplett arbeiten. Ah, okay. Haben Sie jetzt extra fürs Video hier die Abdeckung freigelassen? Nein, wie kommt es? Was ist das denn für ein Quatsch? Jetzt können wir hier unser Gerüst abbauen. Machen wir da den Haken hoch. Bitte? Ist ja geil. Okay, machst du da das Gitter bitte? Ja. Hey, was machst du denn da? Ja, ich komme da nicht dran. Also muss ich mich ein bisschen lösen, ja? Lösen, ja. Aber wenn ich jetzt wieder dahin gehe, dann bin ich unten, ne? Dann bist du runtergefallen, ja. Ein bisschen zurückschieben. Jetzt können wir hier super arbeiten, ne? Ja, okay, alles klar. Angebotet. Aber ich bin hingefallen, Alter. Gut jetzt, du Spielkind. Worauf muss ich dabei achten? Einfach mal die Fresse halten.